Na, hallo alle zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Wie immer, freie Meinungsäußerung, darauf berufe ich mich. Bei all dem, was jetzt in diesem Jahr 2020 bereits passiert ist, wird eins immer offensichtlicher, finde ich. Die Menschen müssen sich jetzt langsam entscheiden, rote Pille oder blaue Pille. Es kann keiner mehr sagen, man hat von nichts gewusst, das Wissen ist vorhanden und es liegt jetzt an uns, an jedem Einzelnen. Vielleicht ist ja dafür das Corona und der Lockdown einfach mal gut, viele haben ja auch mehr Zeit, Kurzarbeit, was weiß ich, dann nehmt euch die Zeit und erweitert eure Blickwinkel in die Welt. Es gibt viele Menschen, die euch irgendwie eure Aufmerksamkeit, euren Fokus auf etwas richten wollen, um verschiedene Interessen durchzusetzen. Was Auswirkungen auf das Leben von jedem Einzelnen hier von uns hat. Und es war noch nie so einfach in der Menschheitsgeschichte, das aus anderen Blickwinkeln betrachten zu können. Es ist so viel Wissen, es ist so viel Content, so viel Meinungen auch, aber auch so viel Fakten vorhanden. Es kostet halt mal Mühe und Arbeit und man muss sich da reinschaffen, um einfach mal ein anderes Bild, einen anderen Blickwinkel auf diese Welt, auf die Geschehnisse in der Welt zu bekommen. Wenn man das mal gemacht hat, dann kann man nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und dann erkennt man, es reicht jetzt nicht irgendwie eine andere Partei oder was weiß ich, die hier jetzt abwählen. Oder es geht um eine komplett andere Art zu leben, wenn wir denn als Spezies Mensch auf diesem Planeten langfristig überleben wollen. Und es gibt alle Alternativen und lasst doch einfach das Jahr 2020 das Jahr sein, in dem wir in 50, 100 Jahren zurückblicken, in dem die Kinder, die Enkel, die Urenkel sagen, das war das Jahr, als alle hingeguckt haben, die Augen aufgemacht haben und gesagt haben, wir machen so nicht mehr weiter. Wir haben nur diese eine einzige Erde. Wir sind eine Menschheitsfamilie, wir sind eine Spezies. Und es liegt in unserer Hand, wie wir die Zukunft gestalten. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch ein paar Wochen und lasst euch nicht verängstigen. Hinter der Kulisse, hinter dem Vorhang gibt es sehr viel Verängstigendes, aber auch sehr viel Schönes und sehr viele alternative Möglichkeiten. Ja, es liegt an uns und ansonsten bleibt mir da auch nur wieder ein musikalischer Kommentar. Anstatt kommt mir so vor, als hätte ich die Lieder für die jetzige Zeit geschrieben. Vielen lieben Dank an Christian, an Silke, an, ja, bei der Mensch. Verschwörungsgelaber, wo sind denn die Bösen, die alles planen? Noch kannst im Netz du fast alles finden, kannst ihre eigene Meinung bilden. Das kann doch nicht sein, eine Weltregierung, eine Handvoll Menschen verkaufen, alle für dumm.
allein warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Du bist nicht allein warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Das kann nicht geschehen in deiner Welt. Da sind alle ehrlich. Geht ums Geld, Verschwörungsidioten, lasst mich doch in Ruhe. Geisteskrank seid ihr und hol noch dazu. Wir sind hier im Leben, nicht in einem Film. Erzähl doch dein Märchen einem anderen. Der Mensch, ein einziges Wesen. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Sei achtsam bei Neuem, es könnte dir wehtun. Doch schau auf das Alte, geht's dir wirklich gut, Mann? Wenn nicht, dann bist nur du in der Lage, alles zu ändern. Du darfst nicht verzagen, ich will nicht überzeugen. Glaube selbst an nicht alles. Nimm dir ein paar Wochen, selbst ob was dran ist. Yeah.